Am Freitagmorgen krachte auf der Frankfurter Straße in Siegen ein Pkw gegen die Schaufensterscheibe einer Apotheke. Der 30-jährige Fahrer eines BMW war vom Schleifmühlchen kommend unterwegs in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Abzweigung zum Hallenbad am Lörrtor wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur. Bei diesem Manöver wurde er laut eigener Angaben und der Angaben von Zeugen von einem unbekannten Pkw geschnitten und wich deswegen nach rechts aus. Der BMW schob dabei zwei geparkte Kleinwagen zur Seite und landete schließlich in der Schaufensterscheibe der Apotheke. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei schätzte den entstandenen Gesamtschaden auf knapp 30.000 Euro.